Wir haben Menschen, die nichts lernen, wenn es eine Arbeit wäre, wenn man gesagt bekommen wird, bekommt, lern Chinesisch in einer Woche und du bekommst 5000 Euro netto, dann lernt man Chinesisch in einem Tag. Aber wenn gesagt wird, du bekommst pro Buchstabe 10 Hasanat, 10 Hasanat Minimum. Und je mehr du die Ayah verstehst, desto mehr Hasanat bekommst du. Bis zu 700 Hasanat pro Buchstabe. Gib mir einen Arbeitgeber, der dir pro Stunde 700 Euro gibt. Und vielleicht sogar noch mehr. Was für pro Stunde? Alif Lam Mim, da brauchst du keine Stunde dafür. Das ist ja pro Millisekunde. Und trotzdem ist man zu faul, um zu lernen. Zu faul. Oder ist das ein anderer Grund? Es ist pure Faulheit. Ist man dumm? Alhamdulillah, nein. Hat man nicht die Möglichkeit? Alhamdulillah, nein. Die Möglichkeiten sind da. Die Intelligenz ist da. Die Mittel sind da. Das ist ja unser Problem. Wir handeln nicht. Wenn überhaupt, momentan, was wir so sehen, bei den Leuten, die den Islam mögen, angenommen haben, zurückgekehrt sind, so tun, als ob es die besten Muslime wären. Die Masse ist es, was wir so sehen. Menschen, die den Islam nicht lernen. Sie lernen den Islam nicht. Sie hören einen Vortrag hier, einen Vortrag da. Ist genau, früher hat man halt Kinofilme gesehen, jetzt sieht man sich die Vorträge an. Kein Mensch nimmt und schreibt irgendwas auf, natürlich. Für was denn? Wir schauen uns hier Donald Duck an, ja, oder sowas ähnliches. Da brauchst du auch nichts aufzuschreiben. So geht man mit dem Wissen um. Und deswegen lernt man nichts. Monate, Jahre. Und man lernt nichts Neues. Und wenn es doch Leute sind, die tatsächlich niederschreiben, dann siehst du keine Umsetzung. Wo sind die Bittgebete? Wo sind bitteschön die Leute, die Allah gedenken? Wo sind sie? Geht in die Moscheen. Wo sind denn die Menschen, die du siehst und wo du merkst, Allahu Akbar? Das sind Menschen, die leben nicht auf dieser Erde. Das sind Menschen, die leben mit ihren Herzen schon Yawmul Qiyamah, wie Ibn Qayyim sagt. Der Mensch, der wachsame, der aufgeweckte Muslim, ist derjenige, der sein Herz vorausgeschickt hat zum Jenseits. Und deswegen schaut sich das Herz nur noch die Täler an, die Bergen an und die Schlösser an im Paradies. Und diese Wonne und diese Huld Allahs Azza wa Jal. Und diese Herzen erwarten den Anblick des Antlitzes Allahs Azza wa Jal. Wo sind diese Menschen? Wir haben andere Menschen, die Zeit vergeuden mit Sachen, die überhaupt nichts bringen. Wir haben Menschen, die nichts lernen, wenn es eine Arbeit wäre, wenn man gesagt bekommen wird, bekommt, lern Chinesisch in einer Woche und du bekommst 5000 Euro netto, dann lernt man Chinesisch in einem Tag. Aber wenn gesagt wird, du bekommst pro Buchstabe 10 Hasanat Minimum. Und je mehr du die Ayah verstehst, desto mehr Hasanat bekommst du. Bis zu 700 Hasanat pro Buchstabe. Gib mir einen Arbeitgeber, der dir pro Stunde 700 Euro gibt. Und vielleicht sogar noch mehr. Was für pro Stunde? Alif Lam Mim, da brauchst du keine Stunde dafür. Das ist ja pro Millisekunde. Und trotzdem ist man zu faul, um zu lernen. Zu faul. Oder ist das ein anderer Grund? Es ist pure Faulheit. Ist man dumm? Alhamdulillah, nein. Hat man nicht die Möglichkeit? Alhamdulillah, nein. Die Möglichkeiten sind da. Die Intelligenz ist da. Die Mittel sind da. Was ist? Warum? Warum soll ich lernen? Ich lebe doch gut so. Ich esse, trinke, kann schlafen, kann nach Hause gehen. Und das ist unser Problem. Wir lernen unsere Religion nicht und selbst wenn wir sie gelernt haben, setzen wir sie nicht um. Wir beten nicht mehr, wir fasten nicht mehr, als nur die Pflicht haben. Und die Adhkar, das ist sowieso nicht unser Ding. Al-Adhkar, damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Damit haben nur die anderen Sekten zu tun, die wir die ganze Tag und Nacht beleidigen. Guck mal, irregeleit. Ja, und du? Du, Masha'Allah, du bist nicht irregeleitet, wenn du Al-Adhkar nie aufsagst. Wenn du nie Al-Istighfar machst, bist du dann recht geleitet. Subhana Rabbi al-Azim. Al-Rasul alayhi salatu wassalam, dem wurde alles vergeben.
Ar-Rasul alayhi salatu wasalam hat keine Sünden und trotzdem bittet er um Vergebung. Warum? Warum bittet der Prophet sallallahu alaihi wasallam um Vergebung? Er bittet um Vergebung, weil er Allah nicht danken kann, wie es ihm gebührt. Weil er Allah jalla wa ala nicht danken kann, wie es ihm gebührt. Deswegen bittet er um Vergebung, nicht weil er gesündigt hat. Allah azza wa jalla gibt ihm die Gaben. Sobald du eine Gabe bekommst, zum Beispiel, dass du sehen kannst, du sagst, Alhamdulillah, ich kann sehen. Dass du Allah gedankt hast, ist schon wieder eine neue Gabe. Warum? Wie merke ich das? Weil es andere Menschen gibt, die nicht Allah danken. Also musst du nun was tun? Du musst Allah noch einmal danken. Für was? Für die Gabe, dass er dich recht geleitet hat, ihm zu danken. Allahumma lakal hamd. Ich danke dir, Allah, dass du mich recht geleitet hast, dir zu danken. Bitteschön, das ist jetzt schon wieder eine neue Gabe. Wie merke ich das? Es gibt Leute, die denken nicht so weit. Sie erkennen diese Gunsterweisung nicht. Welche denn? Dass du Allah gedankt hast, dass du Allah danken durftest für die Gabe. Also musst du was tun? Allah, danke. Oh Allah, ich danke dir, dass du mich recht geleitet hast. Dir zu danken, dass du mir erlaubt hast, dir zu danken für die Gabe. Und wiederum, du bist wieder in einer Gabe Allahs, Azza wa Jalla. Und so geht das weiter. Sobald du Allah dankst, bist du schon wieder in einer Gabe Allahs, Jalla wa Ala. Das heißt, sobald du dankst, bist du schon wieder in einem anderen Raum. Du kannst dich nicht bedanken bei Allah für die eigentliche Gabe. Sobald du für die Gabe dich bedanken möchtest, hast du schon wieder eine Gabe vor dir. Und deswegen bittet der Prophet sallallahu alaihi wasallam um Vergebung. Er bittet um Vergebung. Er bittet darum, dass Allah azza wa jall ihm weiterhin diese Gaben gibt. So war der Gesandte alaihi salatu wasalam. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam muss unser Vorbild sein. In den Ibadat, in den Handlungen, in den Gottesdienst, nicht nur in der äußeren Form, wie sehe ich aus, wie bete ich, wie werfe ich mich nieder, sondern auch in den inneren Angelegenheiten. Mein Herz, habe ich Sehnsucht nach Allah Jalla wa Ala? Fühle ich mich geborgen, dadurch, dass ich weiß, dass Allah Azza wa Jalla uns Muslimen hilft? Vertraue ich auf Allah Jalla wa Ala? Habe ich keine Zweifel an Allah subhanahu wa ta'ala? Liebe ich Allah so sehr, dass ich ihn erwähne? Es ist eine Regel, eine Formel der Liebe. Egal wer sich liebt, egal was du liebst, es gibt eine Regel. Das Geliebte wird ständig erwähnt. Oder der oder die Geliebte wird ständig erwähnt. Wenn jemand seinen Oldtimer liebt, redet er irgendwann mal über Fußball? Der redet nie über Fußball. Der sagt, und die Reifen, und die Felgen, und der Motor, und der Auspuff, und das, und dies, und jenes. Immer über sein Auto. Warum? Er liebt dieses Auto. Das Auto ist das Allerwichtigste in seinem Leben. Und so der andere, der seine Arbeit liebt. Und auf der Arbeit, und vor der Arbeit, und nach der Arbeit, und während der Arbeit. Er liebt seine Arbeit. Und der andere redet über die geliebte Frau und sie hat mir gesagt und ich habe ihr gesagt und so weiter. Selbst wenn sie nur einen Buchstaben schreibt, auf einem Blatt Papier, einfach nur A oder Z schreibt, dann schaut er sich diese Buchstaben an. Wie schön dieser Buchstabe ist. Wie groß, wie klein, was für eine Farbe, was für eine Papier und Art und so weiter und so fort. Verrückt nach dieser Person. Das ist das Gesetz der Liebe. Wenn dein Herz etwas anblickt und es liebt, dann sieht das Herz nichts anderes mehr. Dann sieht das Herz nichts anderes mehr. Du sagst ihm, Achtung, ein Auto. Was für ein Auto? Schau dir diesen Buchstaben an. Und so sollte ein Muslim sein, wenn er die Worte Allahs liest. Dass er einen Drang empfindet, ich muss nochmal Fatiha lesen. Das war so schön, noch einmal. Ich muss nochmal Ayatul Kursi lesen. Ich muss nochmal Surat irgendwas lesen. Ich muss nochmal Allah gedenken. Subhanallah. Subhanallah. Oder Astaghfirullah. Allah hat mir so viel gegeben und ich nutze diese Gaben für was Falsches. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Und so weiter und so fort. Das heißt, je nachdem, wie du Allah gedenkst, zeigt das, wie du Allah liebst. Wenn jemand Allah liebt und wenn du ihn fragst, wie oft sagst du Subhanallah am Tag? Gar nicht. Es gibt tatsächlich Menschen,
Wenn sie mit dem Gebet fertig sind, den fünf Gebeten, Salam alaikum rahmatullah, Salam alaikum rahmatullah, zack, weg sind sie. Adhkar al-Sabah und Masa gibt es überhaupt nicht bei denen auf dem Programm. Während dem Eintreten ins Haus oder rausgehen oder in die Moschee oder rausgehen von der Moschee, keine Adhkar, der sagt keine Adhkar in seinem Leben. Und wenn du ihn fragst, liebst du Allah, ich liebe Allah, wen willst du hier denn anlügen? Wenn du Allah subhanahu wa ta'ala lieben würdest, dann wäre dein Top-Thema Allah Jalla. Wenn du den Gesandten lieben würdest, sallallahu alaihi wasallam, dann würdest du es nicht aushalten, wenn man über etwas anderes redet. Genauso wie Menschen, die Fußball hassen über alles. Wenn du mit denen sagst, guck mal die Ecke und der Ball, bitte hör jetzt bitte auf. Der kann das nicht aushalten, dass man über Fußball redet. Und so sollte ein Muslim sein, wenn man dann über irgendetwas redet, über weltliche Sachen, da sagt er, guck mal, können wir jetzt bitte wieder über den Gesandten sallallahu alaihi wasallam reden? Können wir wieder bitte über Allah azza wa jalla reden? So war der Gesandte alaihi salatu wassalam. Und hier machen wir bidnillahi ta'ala das nächste.